मसीहेवाद अब दुनिया में आया, खुदा ने अहद का दिन है दिखाया। दरसे महफूजा, वोर्टराग aus den Worten des verheißenen Messias, Friede sei auf ihm. Bismillahir Rahmanir Rahim, Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Liebe Zuschauer, herzlich willkommen zum heutigen Dars aus den Schriften des verheißenen Messias, alayhi salatu wasalam. Der verheißene Messias, alayhi salatu wasalam, ist in diesem Zeitalter erschienen, um uns die Lehren des Islams wieder vorzustellen und diese auch in der Praxis wiederzubeleben. Und wir wissen, dass es leider heutzutage Menschen gibt, die glauben, dass Offenbarung nicht mehr existiert. Und der verheißene Messias, alayhi salatu wasalam, hat durch sein eigenes Kommen, durch seine eigene Existenz bewiesen, dass Gott existiert, dass Allah existiert und auch heute ein Zwiegespräch mit Allah möglich ist, dass Offenbarung existiert. Und diesbezüglich gibt es ein Zitat, das ich Ihnen gerne vorstellen möchte. In diesem Zitat schreibt der verheißene Messias, alayhi salatu wasalam, es ist müßig zu behaupten, dass Offenbarungen nicht existieren, sie unnütz sind und dass ihr Schaden größer ist als ihr Nutzen. Eine solche Behauptung wird nur von jemandem aufgestellt, der diesen reinen Wein nie gekostet hat und einen reinen Glauben nicht zu erlangen wünscht. Ein solcher ist glücklich mit seinen Gewohnheiten und Bräuchen und versucht nie zu ergründen, bis zu welchem Grade er an Gott, den Allmächtigen, glaubt und wie weit seine Erkenntnis geht und was er tun sollte, damit seine inneren Schwächen entfernt werden und seine wirkliche Veränderung in seinen Sitten und Handlungen und Absichten stattfindet. Er ist nicht begierig, jene Liebe zu pflegen, die seine Reise in die andere Welt leicht machen möge und wodurch er die innere Eigenschaft, spirituelle Fortschritte zu erzielen, entwickeln möge. Jeder kann nachvollziehen, dass man durch dieses unachtsame Leben stets runtergezogen wird. Die Beziehung zur Ehefrau und den Kindern, die Last der Ehre und des guten Rufs, das alles sind schwere Steine, die einen niederdrücken. Man benötigt eine große Kraft, die einen dadurch, dass sie einem wahre Einsicht und wahre Vision gewährt, begierig machen sollte, die vollkommene Schönheit des allmächtigen Gottes zu erblicken. Jene große Macht ist die göttliche Offenbarung, die im Leid Trost spendet. Sie ermöglicht einen, unter Bergen von Unglück, freudig und behaglich seine Stellung zu halten. Jenes unmerkliche Wesen, das die Vernunft und Weisheit aller Philosophen verwirrt, manifestiert sich nur durch Offenbarung. Es tröstet die Herzen der Suchenden und gewährt ihnen Zufriedenheit und lässt die Halbtoten dadurch aufleben, dass er sagt, ich bin da. Es ist wahr, dass der Heilige Koran die gesamte Rechtleitung enthält. Wenn er einen aber zur Quelle der Rechtleitung führt, dann ist das erste Anzeichen davon, dass das Zwiegespräch mit dem Göttlichen einsetzt. Durch jenes wird ein aufschlussreiches Verstehen von hohem Grade wird sichtbarer Segen und ein Licht erzeugt und man beginnt jene Erkenntnisse zu erlangen, die durch blindes Folgen oder durch intellektuelle Theorien nicht erreicht werden können. Denn sie alle sind begrenzt und angefüllt mit Zweifeln, sind fehlerhaft und unvollständig. Wir müssen unsere Erkenntnis direkt erweitern, denn je größer unsere Erkenntnis ist, desto größer wird unser Eifer sein. Bei fehlerhafter Erkenntnis können wir keinen vollkommenen Eifer erwarten. Es verwundert, wie wenig intelligent jene Menschen sind, die jenes vollkommene Mittel der Annäherung an die Wahrheit, von dem das spirituelle Leben abhängt, nicht als dringend notwendig erachten. Man sollte bedenken, dass das spirituelle Wissen und Verstehen nur durch Offenbarung und Visionen erlangt werden kann und dass unser Menschsein wahre Kenntnis oder wahre Vollkommenheit so lange nicht erlangen kann, bis wir jenen Grad der Erleuchtung erreichen. Liebe Zuschauer, ich würde gerne diesen Text noch in eigenen Worten fassen. Der verheißene Messias, alayhi salatu wasalam, hat darüber gesprochen und gesagt, dass es Menschen gibt, die glauben, dass Offenbarung nicht wirklich notwendig ist oder dass sie keinen großen Nutzen hat oder dass es nicht viel ausmacht. Der verheißene Messias, alayhi salatu wasalam, sagt, dass solch ein Mensch, der sowas behauptet, der ist nicht wirklich bemüht, um wahre Gotteserkenntnis zu erlangen. Denn wahre Gotteserkenntnis erlangt man, die absolute Gewissheit erlangt man
durch Offenbarung, durch das Zwiegespräch mit Gott. Und das ist etwas, was im Leid auch Trost spendet. Was ist dieses Leid? Dieses Leid ist es, die Suche nach Gott, das Streben nach ihm. Verloren zu sein in der Liebe zu Gott, das ist auch eine Form des Leids. Und in diesem Verlorensein ist es, dass Offenbarung ein Trost ist, die Gewissheit gibt, die Stärke gibt und einen spirituell wiederbeleben werden lässt. Und wie traurig wäre das, wenn man nicht an den Nutzen von Offenbarung glaubt. Natürlich glaubt man an den Nutzen von Offenbarung. Das sind nicht nur Geschichten aus der Vergangenheit, sondern der verheißene Messias, alayhi salatu wasalam, hat vorgelebt, dass es auch heute möglich ist. Möge Allah Ta'ala uns dazu befähigen, dass wir uns spirituell weiterentwickeln und auch durch Offenbarung auch eine absolute Gewissheit erlangen, wodurch Offenbarung immer nicht direkt, also man sollte niemals direkt für Offenbarung beten, sondern man sollte dafür beten, dass man Allah Ta'alas Liebe erlangt. Die Offenbarung ist nur ein Geschenk Gottes. Und um Geschenke fragt man nicht. Deshalb sollte unsere Bemühung sein, Allah Ta'alas Liebe zu erlangen. Und dann werden wir auch die Segnungen Allah Ta'alas erfahren. Möge Allah Ta'ala uns dazu befähigen, dass wir aus diesen Lehren Nutzen ziehen können. Jazakumullah ahsan al-jaza. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. مسیح وقت اب دنیا میں آیا خدا نے عہد کا دن ہے دکھایا درس محفوظات Vortrag aus den Worten des verheißenen Messias Friede sei auf ihm